Hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge Let's Play Transport Fever. Letzte Folge haben wir hier rumgerätselt, wie wir das denn schaffen. So. Unsere Baumstämme. Hier. Haben wir mal einen. Ein Bretterwagen. Und diesen Bretterwagen, den folgen wir jetzt mal. Das Ding tun wir mal hier oben so um die Ecke. Wir drücken mal Q und wir fahren hier mal eine Runde mit. Und wenn er jetzt keine Bretter zurückbringt, zumindest müsste der ja langsam mal Bretter bringen. Da weiß ich auch nicht weiter. Dum du dum du 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 dum. Weil bei den Baumstämmen klappt das auch einwandfrei. Weiß nicht, warum das hier nicht klappt. So. Beim ersten, der jetzt hier kommt, muss er eigentlich das Ding hier hinten checken, dass hier was abgeholt wird. Eigentlich müsste das jetzt das checken. So, jetzt müsste es gecheckt haben, jetzt müsste es das hier rüber liefern. Gibt's nicht. Gibt es einfach nicht. Keine Vergrößerung, Verkleinerung geplant. Wo sind die anderen hin? Sind da runter zu? Weil die sind alle hier unten. Was macht ihr alle hier unten? Guck mal, ich habe einen nach unten gedreht, ne? Also in die Richtung zum Hafen. Und die anderen und einer ist hochgefahren. Und alle anderen hier runter? Ist das euer Ernst? Ja, wenden. Wenden. Zack, wenden. Dass es vorangeht. Und der auch. Zack. Eieieiei. Oder darf nix. Alter. Jetzt mach ich auch mal Hyperspeed hier. Dass die Einheiten mal ankommen. Gibt's doch nicht. So, ich gucke jetzt ganz genau, ob hier sich was verändert. Guck mal, die Lager sind rappelvoll. Rappelvolle Lager sind hier. Mal Screenshot machen, ja. Also, wenn hier irgendwas weggeht jetzt. Und ich blende mal hier daneben das so ein, dass man das sieht, was hier rein und raus fährt. Ja, und ich kann auch gerne mal das Ding dazu hier hoch. Zack. Ich bin jetzt sehr gespannt. Ich glaube nicht, dass er irgendwas was weggeht. Ey, guck doch mal die Linien hier an hier. Das ist voll verbunden. Vollkommen. Oder ist es nicht auf das eine andere. Doch. Das ist voll verbunden. Ich weiß nicht, was das hat. Ich weiß es einfach nicht. Und hier kommen jetzt ein Baumstämmen. Ich weiß nicht, wo die Baumstämme hier gelagert werden. Weil hier ist es anscheinend voll. Und ich sehe auch hier drauf, oben auf der. Oh, Mief. Ein Dampftram. Hammer. Sehr schön. Das sind meine Bretter. Komm. Ja, jetzt fahren die ganzen Bretterwagen hier durch, ne? Und dem interessiert das ja gar nicht.
Kann das sein? Ist das möglich? Sagt mir, was ich falsch mache. Sagt es mir. Übrigens, ich nehme gerade alles im Voraus auf, nicht dass er euch wundert. Ich bin kurz davor, eine Bahnstrecke zu bauen, aber das werde ich jetzt auch tun. Wir haben 6 Millionen. Ich werde jetzt die Bretter 1 verkaufen. Die hier. Die werde ich jetzt verkaufen. Mach ich glaube ich hier hinten, ne? Zack. Zack. Das werde ich verkaufen. Und ich werde jetzt hier einen Bahnhof hinbauen. Und der Bahnhof, den baue ich jetzt hier hin. Egal wie viel er jetzt kostet. Wir haben das Geld gerade. Zack. Scheiße. Abreißen. Güterbahnhof. Zack. Und hier unten. Das Ding. Das kann man aber irgendwie. Es geht einfach nicht zu verschieben. Aber ich möchte hier auch gerade einen Bahnhof hinbauen. Kopfbahnhof. Ist das möglich? Es ist möglich. Ich baue meine Straße hin. Zack. Bahnhof verbunden? Ist verbunden. Ja, ist verbunden. Drin, 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 drin. So ein bisschen steinig hier. Aber ist ja egal. Ja, hängt dran. Zack. Zack. Na, hier unten mache ich das jetzt mal nicht. Ich mach's mal hier hinten. Und nehmen wir ein Depot. Und zwar kaufe ich jetzt einen Zug und dann nehme ich jetzt gleich mal den neuen. Bisschen bräunlicher. Kauf den mal. Und noch ein paar Güterwagen. Bretter. Bitte. Zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mal 4 sind 12, 24. 28, 32. Machen wir einfach mal. Und alle Linien zuweisen. Neue Linie. Und zwar von Elsdorf hier. Das ist ja eine ganz feine Linie. Und die ganz feine Linie oder einen ganz feinen Zug, den ich jetzt erstmal beobachten werde. Und nebenbei werde ich die Linie umbenennen. Aber das sehen wir alles in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Bis dahin, ciao, ciao.